So, das Video will ich mir auf jeden Fall mal reinziehen. BMW 1,40 Unterhaltskosten, Kostencheck. Ja, schauen wir einfach mal. Hallo und herzlich willkommen. Heute schauen wir uns an, was ein als Jahreswagen gekaufter BMW M140i mit Sportautomatik aus dem Jahr 2017 im Unterhalt kostet, wenn er 4 Jahre lang gefahren werden soll. Kurz ein paar Fakten zum Fahrzeug, bevor wir uns die Kosten anschauen. Der Motor des BMW hat 340 PS, 6 Zylinder und 3 Liter Hubraum, die mittels Turbolader zwangsbeatmet werden. Von 0 auf 100 km/h geht es in 4,6 Sekunden und die Endgeschwindigkeit liegt bei 250 km/h. Für die Kalkulation der Kosten treffen wir zuvor kurz ein paar wenige Annahmen. Wir nehmen Herbert als Beispielperson. Herbert ist 25 Jahre jung, fährt seit 7 Jahren unfallfrei Auto, befindet sich also in der SF-Klasse 7 und legt jährlich 15.000 Kilometer zurück. Also die Rechnung wird auf jeden Fall mit, wie soll ich sagen, ja, der besten Art und Weise, sich ein Auto zu versichern und zu kaufen. Denn ab 25 Jahre sinkt auf jeden Fall die Versicherung. Drunter gilt man als Fahranfänger. SF-Klasse 7 ist auch sehr gut eingestuft. Ich habe deutlich weniger. Und Fahrleistung 15.000 Kilometer, da mache ich auf jeden Fall das Doppelte. Also hier wird auf jeden Fall sehr, sehr gering gerechnet. Schauen wir mal. Bremsen der Vorder- und Hinterachse müssen aufgrund seiner sportlichen Fahrweise einmalig während der 4 Jahre Nutzungsdauer gewechselt werden. Und ein neuer Satz Reifen ist alle 20.000 Kilometer. Ja, das kommt auf jeden Fall hin. Gerade ich habe ja auch den Heckantrieb, den Schalter noch. Und nach 20.000 Kilometer war jetzt mein Reifen auf jeden Fall platt. Zumindest hinten. Vorne nicht, hinten aber. Bremse musste ich auch noch nicht machen. Das wird schon hinkommen, einmalig. Der Hersteller gibt ein Inspektionsintervall von 30.000 Kilometern bzw. 2 Jahren an. Und zum TÜV? Ja, also ich hatte jetzt meinen Service bei 27.000 circa. Gut, wer in 2 Jahren nur 30.000 Kilometer macht, der muss dann halt in 2 Jahren gehen. Mein TÜV habe ich erst in 3 Jahren, also jetzt noch 2. Okay. Muss das Fahrzeug im zweiten und vierten Jahr. Beginnen wir nun mit den tatsächlichen Kosten. Der Spritverbrauch eines M140i beläuft sich im Durchschnitt auf 9,59 Liter je 100 Kilometer, wobei ein... Also das kommt auf jeden Fall nicht hin. 9,59 10. Da müsst ihr schon sehr, sehr sparsam fahren. Oder nur Landstraße und Autobahn, dann kommt ihr damit hin. Aber sonst realistische 12, 13 Liter nimmt er auf jeden Fall. Ein Liter Super in den letzten Also mein Schalter. 3 Monaten etwa 1,50 € gekostet hat. Der Hersteller empfiehlt Super Plus. Ich fahre nur Ultimate. Ja, gut. Ich tanke so 1,60 bis 1,80. Je nachdem. Weshalb wir 10 Cent mehr je Liter kalkulieren. Jährlich ergeben sich somit 2.301,60 € für das Benzin, was 191,80 € monatlich sind. Gut, hier unterscheidet sich natürlich schon stark, wie viel Kilometer ihr fahrt. Und dann noch der Verbrauch, der hier mit 9,5 gerechnet wird, ist halt schon echt realitätsfern. Vollkaskoversicherung mit einer Selbstbeteiligung von 500 € für die Vollkasko und 300 € für die Teilkasko kostet 1056,60 €. Das habe ich gemeint. Also meiner kostet 1,7 Vollkasko auf mich. Hab natürlich nicht so eine gute SF-Klasse und bin natürlich auch Fahrer unter 25. Dementsprechend ist auch 700 € teurer. Gut, jetzt, oder nein, ich zahle 1,4. Gut, jetzt in einem Jahr geht es auf jeden Fall natürlich deutlich runter. Dann werde ich wahrscheinlich auch nur so 1.100 zahlen oder so, denke ich. Ich weiß auch nicht, was es für eine Versicherung ist. Ich bin bei Hook. Höchstwahrscheinlich ist es hier, nee, ich nicht WGV. Ja, gut. 60 Cent jährlich. Die Kfz-Steuer beträgt für den BMW 196 € im Jahr. Ein Satz Reifen bestehend aus Michelin Pilot Sport 4 der Dimension 225 40 18 an der Vorderachse und 245 35 17 an der Hinterachse kostet inklusive Montage und Altreifenentsorgung, welche 15 € je Reifen angenommen werden, 478,48 €. Die Das Bremsen kommt der schon hin. Vorderachse kosten inklusive einer Montagestunde, welche mit 80 € in einer freien Werkstatt kalkuliert werden kann, 373,20 €.
72 Cent, die der Hinterachse 268 Euro. Die Inspektionen kosten 182,18 Euro im ersten Jahr und 485,79 Euro im dritten Jahr. Das kommt tatsächlich echt hin. Also das finde ich gut. Ich habe 177 Euro gezahlt und dann weiß ich ja schon, was im dritten Jahr fertig ist. In der Anschaffung kostet ein BMW M140i als Jahreswagen etwa 36.000 Euro. Wir kalkulieren für das erste Jahr einen Wertverlust von 15% und für jedes weitere Jahr 10%, was nach 4 Jahren einem Restwert von 22.245,44 Euro entspricht. Krass. Welche Kosten über die Jahre entstehen, schauen wir uns nun in der Gesamtansicht an. Ohne genauer auf die einzelnen Zahlen einzugehen, denn grob haben wir diese bereits vorher angesprochen, kommen wir direkt zur Verteilung der Kosten, die jährlich bzw. monatlich anfallen. Die durchschnittliche jährliche und monatliche Belastung sieht wie folgt aus. Wie man deutlich sieht, sind der Wertverlust und der Sprit die Kostentreiber. In Summe kostet der BMW M140i demnach 642... Gut, hier wird halt immer der Wertverlust mit eingerechnet. Ich würde den generell eigentlich auslasten. Ich meine, wenn man sich ein Auto kauft, ist ja klar, dass du einen Wertverlust hast. 60 Euro und 10 Cent monatlich, sofern kein außerplanmäßiger Defekt außerhalb der Gewährleistung bzw. Garantiezeit vorliegt. Ich hoffe. Ja, also hier kannst du auf jeden Fall den Wertverlust dann abziehen. Dann hast du das Ganze ohne Wertverlust und dann hast du den Wert, was dich das Auto monatlich kostet. Das kommt schon hin. Für euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, freue ich mich über Like. Also das Video war echt informativ, war gut, bis auf die Fahrleistung 15.000 Kilometer gut. Ja. Junge Leute fahren generell eigentlich mehr, das ist schon klar. Fahrleistung und Spritverbrauch, der kommt halt echt nicht hin, also das sollte man schon realitätsnah ausrechnen. Ihr müsst auch überlegen, immer wenn ihr ein Auto kauft oder so ein Mobile, steht ja der kombinierte Verbrauch dran. 8,5 Liter und so. Das kommt nicht hin. Du kannst immer 3 Liter oder so draufrechnen. Ist halt Fakt. Aber ansonsten, Spoiler, gutes Video, feiere ich. Und ja, Freunde.